Silvesterstimmung auf dem Hankenhof. Der Perlhuhnchor eilt zur Krähprobe. Die Hühner suchen noch ein geeignetes Partyplätzchen. Und die Ferkelfamilie labt sich für das große Finale. Für ein Ringelschwänzchen wird es das erste und letzte Silvester. Den XXL-Ostfriesen verlangt es nach Schweinebraten zum Fest. Wer sind da hinten, die den Schinken geholt? Die sind Leberschinken. Was für ein Leberschinken? Den meint er, glaube ich. Das ist, der von gestern. Das ist ein widerlicher Kram. Das ist das, was der Schlachter unter der Theke wegfegt und das wird zusammengepresst. Ich habe gesagt, ich will guten Schinken. Das hat sie mir dafür verkauft. Ja, also. Was wir eben hatten, diesen Kochschinken mit dem kleinen Fett dran. Ja, weiß ich wohl. Das ist ein Kochschinken der allerbesten Güte. Den will ich nicht runterkriegen. Ich weiß, was da drin ist. Nee, Papa will das nicht. Fingernägel vom Schlachter und alles kommt da rein. Ist ja widerlich. Was abends mit einem Gummischieber zusammenkommt, darum glänzt er auch so. Logisch. Warum auf die zweite Wahl zurückgreifen, wenn die erste gleich nebenan hockt? Dieser saftige Eber soll morgen Herz und Gaumen der Partygesellschaft erfreuen. Was ist los, Mädels? Findet ihr den Probenraum nicht? Und diese junge Dame? Bestellt und nicht abgeholt. Auf dem Hankenhof wird sich an den Silvestertagen übrigens verkleidet. Jetzt geht es los, aber ich will Atombusen machen. Solche Ommels muss ich haben. Muss irgendwie ein T-Shirt oder einen Dienst haben mit einem Gürtel drum, wo das denn und wo das denn nicht ruckeln kann. So. Guck ich gleich mal ein. Und dann hier vielleicht irgendwie so was mit einem Schlitz so von unten nach oben und so. Eine Netzstrumpfhose. Das kommt gut bei mir, eine Netzstrumpfhose. Ja, finde ich auch. Ich muss spektakulär werden. Ohrringe muss ich noch haben. Ja, da kommen wir der Sache näher. Das ist ja die Wucht, oder? Ja, wenn ich da reingehe. Vielleicht doch etwas knapp. Guck mal hier, meine Silhouette. Ich habe zu gut gefrühstückt. Ein bisschen Plauze habe ich denn immer. Allein die Aussicht auf so einen hübschen Fummel macht den XXL-Ostfriesen gleich leichtfüßiger. Das ganze Oberteil muss doch bedeutend knapper werden. Ach so, der Fummel war für Becky. Das ist das Größte, was du hast. Ja, das kommt gut. Das ist doch gut, oder? Oh, da müssen die Arme durch. Ich dachte erst, was ist das? Tatsächlich? Was trägt man da denn? Da trägt man gar nichts runter, wa? Die habe ich auch noch mit. Oh. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gerade da drum passt. Anprobieren. Ja, logisch will ich das anprobieren. Plover aus, Brille weg. Fredi macht erstmal einen Belastungstest. Das hier oben, das ist ja alles mit Gummi, aber... Was ist mit hinten? Ja, hier aufmachen. Ja. Hier so aufmachen. Und da ein Stück zwischen. Ja, eben so, da muss ein Stück zwischen. Oder so ein Stück. Ja, das kommt drauf an. Ja. Wir werden sehen. Nehmen wir mal Maß. Ja. Komm mal her. Du musst den Bügel rausnehmen. Früher waren die auch aus dem Bügel, wenn die Frau da reingeht. Ja. So, und jetzt. Wo machst du die denn ganz hin? Die Träger kann man länger machen, oder was ist damit? Nee, das ist ja eben das schön. Wir müssen hier ein Zwischenstück dann. Ja, das macht schon was aus. Ja. Seite auch noch hin. Oben geht's. Aber wie das Ding jetzt zukriegen? Ja, man sicher nie. So, jetzt sitzen die Tüten da. Auch nicht mit ganz viel Kraft. Ja, reiß doch an. Es nützt nicht. Ich mach die Luft weg wie Sissi. Da binden wir ein Band zwischen. Ja, das ist ja nur einfach, dass ich das alles so ein bisschen fixiere, oder? Hm? Oh nein. Hm? Du weißt gar nicht, was jetzt kommt, ne? Nö. Wir müssen Tschüss sagen, ne? Carmen fällt es nicht leicht, sich von dem Ferkel zu trennen. Aber sie trägt es mit Fassung. Dicker. Na, mach's gut. Tschüss.
Ich dachte, der geht über den Arsch. Der Fummel ist reizvoll, aber wo ist der zu lang geblieben? Der ist zu kurz. Das Kleid ist ein T-Shirt geworden. T-Shirt, ja. Weil die in schwarz, Porno? Ja, das passt gut, aber mal von hinten. Eindeutig zu kurz. Naja, da sitze ich notfalls ja drauf, oder? Am Tisch. Ja, wenn du nur sitzt. Oder du musst das hier anziehen und einen schwarzen Rock dazu. Du, Tamme. Haben wir sowas etwas länger? Der wird auch wieder zu kurz aussehen. Ich sehe irgendwie aus wie Twiggy. So langsam fuchst sich der XXL-Ostfriese in die Welt der Frauen ein. Der Rock ist einwandfrei, er kneift nicht, er sitzt. Trägt man die Bluse jetzt rüber oder trägt man die jetzt? Da würden sich mein Netzstrumpf-Ensemble natürlich sehr gut bei machen. Bestimmt. Aber trägt man da einen weißen BH runter? Tja, das ist die Frage. Oh, Fredi, was bin ich, hübsches Ding. Einfach umwerfend. Blau und schwarz. Waren früher das deine grellen Farben, so wo du ja, drauf standst? Nicht allzu andere, aber müssen wir ein bisschen aufpeppen, dann geht das schön. Ne? Ohrringe hier ein bisschen. Hier sind wir in der. Ja, eben, siehst du? Ja, kann noch länger sein, ne? Ja. Das sieht jetzt richtig aus wie so eine kleine Schnitzel. Das andere aber trotzdem besser. Das geht nicht darum, was du gut findest, was ich leiden mache. Das müssen wir nehmen. Ich habe ganz andere Voraussetzungen. Das ist ja, wie ich mich selber kleide. Wie schick, wie betont da, Mann. Aber hallo, wer will da mithalten? Wir müssen Nagellack kaufen. Es ist nicht einfach. Aber machbar. Komm her, Bubi. Letzte Runde fürs Ferkel. Willst du deine letzte Mahlzeit haben? Wenigstens gibt's noch was Leckeres zum Abschied. Mahlzeit. Viel Spaß. Naja, spaßig wird's wohl kaum. Aber noch ahnt Bubi ja nicht, was kommt. Geht das so? Ja. Tamme beweist bei der Farbwahl erstaunliche Geschmackssicherheit. Rot-grüne Fingernägel zum blau-schwarzen Kleid. Mm, den muss man zweimal lackieren, wa? Mm, ist ein bisschen hell. Mm. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen und dann gehen wir dann nochmal rüber. So, jetzt möchte ich drei Grün haben. Den Grün, mach den mal grün. Dieser war jetzt grün, ne? Der war grün, der. Mhm. Hm, das kommt aber an. So, den. Und du müsstest ein bisschen mehr in den Ecken rein, ein bisschen charmanter, weil so kann ich in der Haute Couture nicht bestehen. Hier ist auch ein Streifen vergessen. Darum habe ich die Brille schon auf, dass ich das alles besser sehe. Das sieht irgendwie auch schnuckig aus, ne? Ja, aber ein bisschen blass irgendwie. Irgendwas fehlt. Es sind ja keine, der man Schnaps einschenkt, das ist ja auch fürchterlich. Wie sieht das schick aus so, nicht? Ich bin ja so den Schnucki, ne, der weiß, was heute getragen wird. Auf jeden Fall. So, für Bubi wird's jetzt eng. Du Polly, guck weg. Schlachter im Anmarsch. So, geht's rein. Du kannst da reingehen, das ist artig. Die arme Sau weiß ja nicht, was passiert jetzt. Nein. Das ist gut, dann mal rum. Ist ja auch besser so. Ein gezielter Griff und es gibt kein Entrinnen. Auf dem Land eine völlig alltägliche Prozedur. Aber nicht unbedingt jedermanns Sache. Kurz und schmerzlos, also gelitten hat Bubi wirklich nicht. Und während er jetzt für die Schlachtung abtransportiert wird, feilt der XXL-Ostfriese weiter an seinem Image als Frau. Zusammen mit Schweinezüchter Peter will er sich von Nachbarin Karin in die tieferen Geheimnisse der Damenwelt einführen lassen. Ich muss unheimlich aufpassen mit meinem Nagellack. Oh, mein Röckchen ist gesagt. Schon offenbaren sich erste Probleme mit der neuen Rolle.
Gar nicht so einfach, worauf man alles achten muss. Ein Schmuckstück. Ein Licht brennt noch. Es geht gleich aus, mein Schätzchen. Hallo. Das ist meine Freundin, meine Freundin, komm, meine Petra. Liebe Freundin. Hallo. Oh mein Gott, Petra. Habe ich hier ein Ohrring mit Herzchen. Dann habe ich diese, die sehen auch ganz niedlich aus. Oh. Die machen wir dazu. Ja, dann habe ich Lippenstift. Ja, ah, sie gut. Hat alles an Farbe da. Ja, dann habe ich ein BH. Ja, die Verlängerung habe ich. Was wollen wir jetzt? Zuerst BH oder zum Schluss? Am besten ist erst Gesicht eincremen, dann Fingernägel lackieren, dann erst BH. Ich habe jetzt gerade die Nägel trocken. Ja, Tame, ganz toll. Wow. Das ist ja noch mit Vorderverschluss. Ist das schlimm? Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Mit also Vorder- oh, der Garten BH mit Vorder, wie praktisch, und ich muss zwischen dem Rückenende, muss ich jetzt was zutun. Hose auch? Nein! Ist das ein Anschnallgut oder was? Atemberaubendes Modell. Hast du den von deiner Mutter? Ja? Die hat einen Vorderverschluss, ja. Bist du denn verrückt? Das passt doch so nicht. Der ist auch falsch rum. Ja, wollte ich nur gerade sagen. Da habe ich die Beulen ja hinten. Ey, Scheiße, da habe ich die Busen ja unter Ärmel. Ja, da hatte man die früher auch. Darum liefen die Heiratsfrauen immer so, mit diesen breiten Armen. Weißt du, was tun wir da denn jetzt noch mal? Nun die Socken. Ach so, ja, sie zieht das gerade erstmal richtig hin. So. Ja, da wird der Friede sich freuen, die sind schön stramm. Also mein BH, der steht mir sehr gut, finde ich. Bahnt sich hier Konkurrenz zwischen zwei Frauen an? Ja, vielleicht musst du einen schmalen Gürtel dazu tragen, dass du so ein bisschen taillierter bist. So, sehr schön. Etwas in die Schleife, etwas tiefer, aber sehr schöne Farben. Also du hast eine Haute Couture. Aber so ein bisschen Farbspiel in den Fingernägeln, das sollte man tun. Tamme kennt sich aus, mehr oder weniger. Aber hier bin ich gespannt, wie kriegst du diese fest? Das ist ja unheimlich. Und dann eines von unten und ein anderes von oben? Oder? Nee, dann hast du ja einen Sonnentau-Effekt, wo der Fliegen mitfangen kann. Eine Stimmung wie im Kosmetiksalon. Oh, das war gut, ne? Da läuft das morgen. Ja, jetzt ist auch gut gewesen. Prost. Die Strumpfhosen und die Beine da drin erstmal. Geil, ne? Mega. Ich habe Tamme eine Strumpfhose abgegeben. Ich habe mir zwei gekauft. Ich kann dir damit helfen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Einmal Handschuhe an, dann ziehst du die nicht kaputt. Ja. Schön aufkrempeln, jedes Bein. Schätzelein. Ja. Ich komme nicht in diese Handschuhe rein. Ich muss mir eine knappe Unterhose, glaube ich, noch anziehen. Das habe ich auch gemacht. Hier weiß aber einer Bescheid. Ich muss jetzt die Finger verdrehen, weißt du so? Ja, ich auch. Bei mir ist noch nicht alles trocken. Das verleiht eindeutig Ausdruck. Ich bin begeistert. Was macht man denn jetzt unter den Augen? Die Augen rennen ein bisschen schwarz, sodass er was erlebt hat? Oder was macht er? Tja, dieser Kandidat erlebt nichts mehr. Menno und die Schlachter bereiten den Eber jetzt vor. Schließlich soll er morgen serviert werden. Oh nein, du arme Sau. Jetzt hilft auch kein Mitleid mehr. Aber er ist glücklich. Guck mal, er grinst. Er grinst. Er hat keinen Stress gehabt. Nee. Glückliches Schwein. Ja, ich meine, er hat keinen Stress gehabt. Entschuldigung. Aber die Stiefel, die stehen mir auch sehr gut. Ja, ganz toll, Peter. Ich bin auch so aufgeregt. Und den macht das im Allgemeinen selber bei euch, nicht? Dich kleben und dran, Haut oder was? Nee, das bestimmt nicht. Nee? Schlimm. Die Tamme, so, oben das ist das Netz und unten ist es fein kariert bei mir. Tamme. Unten ist es fein kariert und oben ist es Netz. Aber die Augen machen jetzt das Schwierigste. Ja, das meine ich auch. Man fragt sich, oh, das ist schön, ob Peter bis heute im falschen Körper steckte. Das hätte ich nicht hingekriegt mit den Augen. Das ist ja der Wahnsinn. So begeistert, wie er von sich ist. Ich habe eine schöne Kette, ne, Tamme? Mit Armband passen. So, ausholen. Draußen geht's etwas handfester zu. Tür zu. Die Tür zu. Ja. So. Jetzt. Ich kann's noch. Ja. Erst geht's höher. Gut. Jetzt. So, du kannst bleiben, Wolf. Nur so gut. Draußen? Oh. Gut. Ja. Draußen hat der Wolf. Okay. So, Leute,
Das ist jetzt ganz großes Kino. Hallo? Steht ihr fest? Wenigstens eins dieser beiden Modelle ist echt heiß. Hallöle. Wow, was das bisschen Kosmetik doch ausmacht. Wenn der XXL-Ostfriese da mithalten will, muss er noch an sich arbeiten. Du, das war Tieter, der dort kommt. Weißt du, halt, wenn er an Leder hängt. An Leder? Ist die Leder? Den Mugmi, du hast immer Schnitzel vor Augen, weißt du? Und dann sind es Zwerge, oder? Von mir ist. Soll ich den komplett durchschneiden, Rolf? Nee, bis auf den Schwarte, mehr nicht. Ach so. Ja, jetzt gehen wir. Petra, zieh mein Kleid vorne runter. Jetzt aber ab in die Masketamme. Ist doch klasse. Die Frauen erledigen die Arbeit, während man sich selbst gänzlich der Schönheit widmen kann. Silvester ist zwar erst morgen, aber hier auf dem Hankenhof feiert man halt gern. Und deshalb hat der XXL-Ostfriese heute Abend zum Bühnenspiel geladen. Fredi kommt dabei eine besondere Rolle zu. Er spielt einen Casanova in Anlehnung an Miss Sophie aus Dinner for One. Oha, Tamme, alle Achtung. Der frisst das. Tamme. So machen vor dir vor. Wir frisst das Ding auf. Bezaubernd und so feminin. Ich geh denn mal. Ist das nicht ein bisschen viel? Das war zu viel. Ja, aber nur ein bisschen. Also ein vorgezogenes Dinner for One mit Fredi als männliche Miss Sophie, der mit seinem Butler James auf seine Verflossenen trinkt. Am Ende vom Tisch müssen die dann so. Dann drücken wir hier so ein bisschen zusammen. Ah, die Etikette. Dazu also müssen sich aber insgesamt vier Damen einfinden. Oh mein Gott. Komm, würdest du bitte Platz nehmen? Tatsächlich. Wir setzen uns schon mal hin. Hoffentlich kommt gleich der Kellner. Also setz dich hier ruhig hin. Schön. Ihr müsst immer noch reingehen. Ich führe ja Regie. Das ist ja überhaupt kein Thema. Denn. So. Ach so. Ja. So. Und jetzt dann muss jetzt Menno gleich üben den Anfangssatz von Dings. Every Tralala. Pro Gs, Pro Gs und Ts und alles hin und her. Okay, ich habe einen Namen erstmal. The same procedures as everywhere. Nee, year. Year. Bei jedem Wetter. So, kannst du das? Same procedure all year. Same procedure all year im Filsum oder was? Ja, richtig. Das ist Sissi. Ja. Du bist doch Petra. Ja, dann bin ich Petra. Ja, Kremhild. Kremhild. Kremhild passt auch so zu der russischen Volksweise. Und du bist Tamara. Ich bin Tamara. Also wir sind so ein bisschen russisch angehaucht. Tamara. Oh. Petra. Petra. Sissi. Sissi. Kremhild. Sissi. Kremhild. Menno quatscht hauptsächlich mit dem. Weißt du noch, Menno, sagt er denn, vor Jahren, weil hatte ich doch einen Haufen Mädels dran, nicht? Und jetzt trinke ich seit Jahren schon zum Silvester immer meinen neuer Schluck. In Gedenken an diesen Girlies. Könnte ich sie nur noch einmal wiedersehen? Das ist ja so eine Melancholie darin. Das musst du musst es dir vorstellen, was es bedeutet. Alles klar, Fredi. Ja. Ihr könnt euch überlegen, wo ihr ran hingerafft seid. Das nehmen wir als Thema schon mal mit. Und dann, dass er ein verfluchter Wüstling war. Dann sagst du jetzt James. Und dann kommt hier eher an Every Procession und Ich glaube gar nicht, dies wird ein Weltspiel. Dann reden wir darüber, man kann ja ganz heiß werden, wenn man ihn wieder sieht. Und auf einmal qualmt der Tisch. Das ist doch auch so was Schönes, nicht? Boah. Und dann sagt er zu Menno, Menno, weißt du noch früher, was waren das für Püppchen? Und dann denke ich an die Tamara. Jetzt geht's los. Klappe die erste. Wir kriegen leider nichts zu trinken. Wir greifen so zu und können die nicht anfassen. Du weißt doch jedes Jahr dasselbe. Ich schwelge in Erinnerungen und sehne die Zeit, die ich damals erlebt habe, noch so vor mir her. Ich bedanke mich erstmal. Weißt du, die ganzen schönen Zeiten. Oh, ich hab's so mit gewusst. Auf die schönen Zeiten. Ja. Wir beide erst alleine. Aber. Du weißt, wir wollen in Erinnerung schwelgen. Du weißt, Sissi, du kennst noch unsere
Na? Creme. Ah, Creme Hilde. Nee, oder wie heißt das? Das ist doch nicht klar, da kannst du doch nicht einfach hinkommen. Du sagst ganz einfach, und dann die Sitzordnung. Du musst jetzt gleich hier das nochmal. Wie sie früher hier saß. Ja, nochmal, pass weg auf. Von meiner, mal erstmal die Namen von deinen Frauen nochmal. Ja. So, hier bin ich. Du, Petra. Meine feurige Petra, das ist klar. Creme Hilde. Creme Hilde einfach. So, du hast dich nicht verändert, vor allen Dingen, du bist einer meiner treuesten geblieben. Und du wirst das ja auch noch vorher, auch vorläufig bleiben. Und jetzt die Erinnerung von damals. Du kennst doch alle doch. Du kennst doch Sissi. Du kennst meine bezaubernde Petra. Creme Hilde. Und? Peter ist Petra. Kam ist Tamara, kannst du einfach, das ist Sissi. Tamara und Sissi, das weißt du. Ich bin ganz alleine hier. Du musst mir doch ein bisschen helfen. Sowohl Tamara. Toni natürlich. Es war eine herrliche Zeit. Ich sehe sie noch in Erinnerung. Prost, mein Lieber, mal. Ja, jedes Mal mit der Besoffenheit. Aber es sind schöne Erinnerungen. Erstmal Prost dann auf unsere Petra. Auf Petra. Fredi schafft sich richtig rein. Auf Petra hatten wir schon. Auf Tamara. Ach nee, auf Tamara, auf Sissi ist ja dran. Und findet gar nicht mehr raus. Prost, Petra. Oh, ich werde mir mal aus dem Finger eine Flamme jagen. Oh, mach das mal bitte. Das Feuer aus dem Heiligen Gral. Oh. Diese Mädels brennen. Wir müssen jetzt auf Tamara. Ja, du musst auf Tamara. Und jetzt haben wir die Probe hier einfach mal ein bisschen geübt. Jetzt nicht so viel quatschen, sondern er muss viel mehr ans Saufen denken. Wir fangen jetzt das Ganze doch mal an. Klappe die erste. Tamara, ich habe noch so eine schöne Zeit mit euch genossen. Und wir müssen jetzt einfach mal die Erinnerung schwelgen lassen. Einfach so, wie wir früher. Ich sehe euch vor mir, trotzdem ihr so lange unter der Erde lag. Wir fangen mit Tamara wieder an. Wenn Fredi einmal im Fluss ist, kann ihn niemand stoppen. Wir müssen die Erinnerung aufrechterhalten. Hier! So wohl, Tamara. Wenn es Miss Sophie nicht schon gäbe, müsste man Mr. Fredi erfinden. Eine sensationelle schauspielerische Leistung. Respekt. Wie habt ihr euch den Abschluss jetzt gefreut? Abschluss? Welchen Abschluss? Die Show ist das Ziel. Mein Schnucki. Hallo. Ich liebe euch, noch immer. Du bist ja mein treuester, ne? Ja. Das müsste jetzt also praktisch Wirklichkeit sein. Oh. Warum müsst ihr... Komm, Peter, wir geben den alten Mann Süßen. Komm her. Könnt ihr nicht auferstehen? Fredi hat in dieser Nacht bestimmt ziemlich aufregende Träume gehabt. Doch jetzt wartet ein neuer Tag. Silvester. Trotzdem haben sich auf dem Hankenhof Pferde- und Hundebesitzer eingefunden, die sich Hilfe vom Knochenbrecher erhoffen. Doch bevor der XXL-Ostfriese sich um seine Patienten kümmert, will er noch etwas erledigen. Guten Morgen, mein Engel. Na? Liebling Jumper braucht Streicheleinheiten. Hast du dich so dreckig gemacht? Und jetzt gehen deine Füße wieder. Werden deine Füße wieder besser? Erst aufessen, erst schlucken. Weißt du, was wir sagen will? Prost, ne Jahr. Haben wir wieder ein Jahr in Ostfriesland verbracht, wir, wa? Du Süßer. Tränkebecken sauber. Und so fein haben die dich hier in der Box mit so viel dickem Heu. Du, die sind ja alle lieb zu dir, oder? Das ist alles so lecker. Du kriegst als einziges so wieder Schlickereien hier, ne? Joa. So ein Glück. Als einziges so wieder Schlickereien. Und du mein Schatz bist, ne? Was ist Silvester ohne dich, ne? Hm? Du bist mein alter Junge. So, Kinder, tschüss. Tja.
Es kann nur einen geben. Guten Morgen. Heiko. Hallo. Heiko, ich habe einen eingeringt, das ist ein bisschen schief gegangen, muss ich gucken. Offenbar waren die Schlachter die ganze Nacht aktiv. Aber muss ich da denn ankriegen, was für Koteletts, wa? Ja. Du? Der Winter kann kommen, Tammer. Paar Schinken von machen, die fress ich so im, mit Sauerkraut und so was, die vier, das ist gut. Ja, ich krieg Hunger. So scheint das gar nicht so viel, nicht? Weil du hast schon in eins, zwei, drei, vier Mahlzeiten. Ja, ja, das ist schon ein Stück weg, ja. Den ich für Speck hat, ne? Ein Musterschwein eben. Dann wollen wir mal starten. So, wer will den Anfang machen? Hier einmal den Schritt. Geht scheinbar nicht. Na gut. Wenn das Pony nicht zum Knochenbrecher kommt, muss der Knochenbrecher eben zum Pony gehen. Haben Sie den hergetragen, oder? Ach, seit wann hat er das? Dienstag. Mittwoch ein Tier dabei gehabt. Und? Das Pony kann mit dem hinteren rechten Huf nicht auftreten. Da wird der Erste. Jetzt muss ich horchen. Gut festhalten jetzt. Jetzt muss er stehen. Da einer neben. Gar nicht. Ruhe. Das sollen wir Ruhe lassen. Dass das weh tut, ist klar. So. Das war Nummer eins. Und? Ein paar Schritte. Schätzlein, das tut weh. Schweif ihm nehmen und mit zur anderen Seite ziehen. Yeah. Mhm. Dann muss man mal wieder Mut kriegen. Ein ausgekugeltes Kniegelenk und ein versprungener Fesselträger haben das Bein so belastet, dass sich eine Entzündung gebildet hat. Bis die raus ist, wird es noch eine Weile dauern. Hallo. Ja. Hätte Penicillin kriegen von Doktor? Weiß ich so genau nicht. Also nicht mit B. Gut. Du läufst jetzt gleich schräg hier auf dem Holz und dann wollen wir den links einmal umdrehen. Also das Bein ruhig mal gebraucht. Jetzt drehen wir links um. Nee, rechts um, genau. So ist. So. Nochmal. So, zieh ruhig an. Ja, fein. Es wird sein, ich fahre nur Davies einmal an und setze ihn hin. Gut, machst du das. Fein. Hey, test das ein bisschen. Ja, genau. Schnitz um die Töne fein auf, da der steile steigt. Ja. Und dann hier bleibt das. Hufzehe kürzen. Booten die Kant auf und die Töne gehört. Und binnen Stern laden. Ja. Und dann kriegst du wunderbar. Gut. Und den Huf außen kürzen. Gut, schmiedet man auf dem Hänger rum. Ja. Kann alles wieder werden. Oh, so langsam. Halt, setz zwischen Dörr mal die Faust ganz auf, dann ist aber was wert. So, wer ist noch ohne Fahrkarte? Die Schlachter kennen keine Pause. Unermüdlich wird daran gearbeitet, das Schwein bis zum Abend servierfertig zu machen. Er hat sich auf der Wiese den rechten Fuß verletzt und seit 3 Monaten Tierarztbehandlung, es wird nicht besser. Jetzt wollte ich mal hier probieren. Schritt hin und zurück. Fesselträger linke Seite. Spannung auf dem Knie vom Kreuzdarmbein an der rechten Seite. Und zurück. Becken schief, stand auf links. Sag mal, Schätzelein, wie lange hat der Vogel das denn schon? 3 Monate. Oh, oh. So lange müssen. Der Pferd hat alles geröntgt, der findet nichts. So lange müssen die damit laufen. Das Pferd hat an der rechten Seite vorne ein rotierendes Hufbein.
hat ihn. Gut. Bisschen nervig, unser Kamerad hier. 12 und dennoch so schissig. Nehmen wir dir jetzt mal dein Problem. Und? Nervenbahnen ertasten, Wirbel und Gelenke wieder einrenken. Viele Pferde profitieren von den Fähigkeiten des Knochenbrechers. Das war das Kreuzdarmbein. Das dauert eine Weile, bis der sich wieder erholt. Das ist eine ganz knallharte Überlastung, den er da noch im Bein hat. Er muss noch wechseln. Das war, hast du ihn gehört? Hüfte und Becken verschoben. Der ist auf der das Wiese, Schmerzhafteste, der was er haben kann. Ihr habt das rechte Bein behandelt? Ja. Ihr habt das gesunde Bein behandelt. Na toll. Das Kranke war das andere. Na super. Müssen wir mineralstoffmäßig noch was machen. Und dann Schritt, flotten Schritt. Lecker. Seht ihr was? Der tritt jetzt schon ganz anders zu. Sofort kann das Becken wieder ohne Reibung aneinander lang. Mal ruhig ein Stück hoch und dann kommt es weiter. Ruhig weiter hoch. So, zurück. Bisschen lahmend wird er sicherlich hinten noch im Trabe, weil er die Entzündung in 3-4 Tage abbauen muss. Okay? Kann ins Bett. Die Schlachter wären sicher auch froh, wenn sie ins Bett könnten. Aber das wird vorerst nichts. Bubi ist ganz schön ergiebig. Na, Lilly, das wäre was, oder? So ein ganzes Schwein. Oder wenigstens ein kleines Kotelett. Ruhig ein bisschen langsamer und wieder rechts parieren. Linke Hand dann stehen lassen, wenn du rechts parierst. Heiko und Piet stimmen sich derweil mit Carmen fürs Neujahrstänzchen ein. Wieder eben kurz parieren. Zwischendurch musst du ihn links locker machen, ne? Wenn du merkst, er packt links fest, funktioniert der äußere Zügel ja nicht sauber. Und sonst versuchst du ihn im Gang so ein bisschen zu dehnen. Dass du einfach deine Hand ein bisschen tiefer nimmst und sagst, mach den Hals mal eben etwas länger. Okay. Dass er nicht den Unterhals durchdrückt und dadurch eben die Kraft setzt und hinten verliert, ne? Okay. Jungs, das gilt auch für euch. Bloß nicht den Unterhals durchdrücken und dadurch die Kraft verlieren. Na, Tamme, so viel Fleisch macht Appetit. Nur schade, dass noch nichts zubereitet ist. Naja, so ein Knackwürstchen tut's fürs Erste auch. Und weiter geht's. Bubi ist eben vielseitig verwertbar. Oh, Fredi. Heute als Schaffner unterwegs? Jetzt haben wir bald wieder Jahreswechsel, ne? Ja? Du gehst noch immer mit uns ins neue Jahr rein. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ja, nicht so gierig. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Wie oft ich dich schon beschützt habe, dass du nicht an den Haken gehst. Und dabei warst du die letzten 2 Tage ein bisschen frech zu mir, ne? Ja, ja, ja. Also gebe ich dir mit auf den Weg, dass du für das neue Jahr wieder ganz lieb mit Carmen bist, ne? One night when the moon was so mellow. Na, was wird das denn? Werden jetzt Bubis Überreste vergraben? Nee, das sieht nach was anderem aus. Ja, das ist gut. Alles klar. Milchkannen deckelweit schießen. Eine Tradition in Ostfriesland. Speziell für Jungs. Und das geht so. Man legt ein paar Kabitstücke in eine Milchkanne, dichtet die mit einem Deckel ab, entzündet das Ganze durch ein Loch im Boden und durch die Explosion wird der Deckel weggeschleudert. Möglichst weit, versteht sich. Ja. Das war nix. Er muss mehr.
Länger. Handschuhe, Menno. Machst du wieder an, Menno? Immer gern. Hühner sind von der Stange gekippt. Nächster Versuch. Drinnen wird für die große Party geschmückt. Gar nicht so einfach, die Luftschlangen im Raum zu verteilen. Manche Objekte verlangen kreative Lösungen. Dann kommt da einfach nur Feuerzeug. Wir haben so einen wunderbaren Pop Feuerzeug. So, jetzt will es Fredi aber auch mal wissen. Na? Oh! Oh. Hey. Arme Lilly, so ein Geballer überall. 12, 14, 16, 16. Ja, 20 Stück kommen wir. Ja. So. Heute Abend wollen sich alle wieder verkleiden. Das Motto: so verrückt oder schlampig wie möglich. Man darf gespannt sein. Na kommt, Jungs, gebt auf. Ach, der Schlips ist ja wieder wohl eine Granate, nicht? Hab ich extra für dich umgemacht. Ist der nicht schön? Sehr originell. Obwohl, ich bin am Überlegen, ob du mir als Petra nicht noch viel eleganter vorkamst. Aber die Strumpfhose, die war noch heile beim Ausziehen. Ich bin gerade dabei, mich zu... wo sind meine Turnschuhe? Ah, guck. Oh, wie schön. Hallo. Na? Na? Meine Turnschuhe. Jetzt haben wir, ich habe die nicht angehabt. Geh mal links in den Schrank gucken, ob die da noch sind. Du hast da deine Sachen reingetan. Ich muss alles suchen. Zufällig was hier. Was ziehst du denn jetzt an? Ja, Turnschuhe und Füße. Und was noch? T-Shirt, geiles. Und was noch? Höschen. Willst du nicht lieber die Schuhe anziehen? Ist doch viel witziger. Du musst Turnschuhe dabei haben. Ich will nicht mit der Taufe an Schuhe nach draußen. Was soll das denn werden? Wolltest du jetzt einen Sattel ummachen oder was? Hallo? Ja. Wo sind die Turnschuhe? Weiß ich doch nicht. Ich hab doch Turnschuhe. Nee. Es ist ja eine Katastrophe. Ich hab doch Turnschuhe. Oder? Das geht doch nicht. Liegen meine Turnschuhe einfach wild hinten im Auto? Tamme, ich werde so gut wegstellen. Ich werde mal in mein Auto gucken. Such du die Turnschuhe mal weiter. Such doch selber deinen Shit. Musst du hinten mal auf die Ladefläche gucken. Wieso muss ich das? Ja, weil ich friere doch. Du hast so eine Meise. Ich kann da gar nicht drüber gucken. Soll ich mal gucken gehen? Ja, das wäre lieb. Das sind meine Turnschuhe nicht. Ihr seid doch verrückt. Das sind alte, kaputte Arbeitsschuhe. In dieser Familie geht alles drunter und drüber. Da muss ich mich erst drum kümmern. Das geht ja gar nicht. Das sind keine Turnschuhe. Was sind das denn? Ach! Weiße Turnschuhe suche ich. Warte mal, weiß, Tamme. Ihr müsst euch auch ein bisschen. Was hast du da für alte Dinger gefangen? Ja, das war das Einzige, was in deinem Auto lag. Wo waren die? Hinten drin? Hinten im Auto. So. Ja, du kannst auch im Auto mal unterm Rücksitz gucken. Da könnten die auch liegen. Diese Familie, die bringt mich voll zum Wahnsinn. Ich kann jetzt so die Schuhe haben, ich werd verrückt. Wenigstens läuft in der Küche alles rund. Menno, der Schlachter und Mennos Frau Conny haben Fredi heute am Herd abgelöst und bereiten das Festessen rund um das Schwein vor. Ja. Und da ist er, Bubi, in Einzelteile zerlegt, wunderbar durchgeschmort und schmackhaft angerichtet. Ein würziges Ende. Oh, heute mal wieder sportlich unterwegs. Tamme? Ja, Schätzelein. Ich hab deine Schuhe gefunden. Sag mal. Ich finde, die passen gut. Soll ich sie mal anprobieren? Wollen wir einmal anprobieren? Lass dich doch gar nicht rein. Ist das rechts, ist das links? Ja, das ist rechts, das passt. Oh, die Füße mal wieder waschen, bitte. Passt doch. Das sieht schön aus. Sehr apart. Der braucht hier einfach
Dachzange. Ich in dem Gürtel, bitte. Zwei Löcher. Jawohl. Oh, so riesige Löcher. Der XXL-Ostfriese hat doch tatsächlich so viel abgespeckt. Er muss den Sattel enger gurten. Gehst du heute als Geist? Hallo? Ich gehe als ein Typ, der Tote ausgräbt. Ach so. Und als einer, der viel erlebt hat. Nach dem Schwarz, um die Augen zu urteilen. Und? Passt der Gürtel jetzt? Das geht doch überhaupt nicht. War ich denn mal so fett? Und jetzt so dünn. Muss so. Das sind, ich glaube, das ist gedacht für in die Stiefel. Na, dann müssen wohl doch die alten Mauken herhalten. Und da streichen das Totengräber-Outfit doch wunderbar. Das ist hier die Fete von Flodder. Das ist die Fete von Familie Flodder. Endlich geht's ran an den Schweinespeck. Hat ja auch lange genug gedauert mit dem XXL-Style. So, ran an dich, wie wir nun sein, da wird Schmiedung fehlen. Oder? Hand aufs Herz, als Frauenzimmer haben Peter und Tamme mehr hergemacht. Oh. Du, wir brauchen den ganzen Arsch voll Bier. Auch Kremhild wirkt irgendwie blass. Nur Friedi macht immer noch eine glänzende Figur. Und Becky hat auch alles gegeben. Sehr leckeres Essen. Ein Lob an die Schlachter. Dem XXL-Ostfriesen schmeckt's offenbar auch. Und wie so oft hat's allen die Sprache verschlagen. Der gestrige Abend hat wohl doch gezehrt. Hallo? Vom Fleischsteller, Mann. Hell und dunkel, was ist das? Hell Speck, Mann. Hell Speck zu mir. Köstlich. Das ist ganz zart. Herrlich. Hat es dir gemundet? Ja. Fehlt dir nicht was? Also wirklich, das hätte ja nicht Not getan. Gott, ich komm jetzt. Das ist immer wunderbar. Auch wenn du sie ausgepackt hast, dass eventuell eine Enttäuschung dabei rauskommt. Oh. Was kann das sein? Ein neuer Büstenhalter? Mit Vorderverschluss? Nein, der Bubi-Sterz. Oh, ist das schön. Der kommt jetzt so schön beim Essen auf den Tisch. Das macht sich so schön auf der Leiter, ne? Das macht sich so gut. So. Also, wenn das kein Glück fürs neue Jahr bringt. Halt, Löffel weg. So, ich muss den dagegen haben. Das sieht ja schön aus. Was für ein Talisman. Conny, danke schön. Ein perfektes Silvesteressen. Alle raus! Los! Runterzählen! Oh ja, wunderschön. Alle mal raus! Oh, super! Oh. Boah. Heiliger! Oh. Mal weiter. Na, Freddy, lässt du noch mal die Erinnerung aufleben? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! Also dann, ein frohes neues Jahr.